Sternstunden deutscher TV-Unterhaltung. Im Übrigen möchte die Zuschauer von Jolly Joker sehr herzlich begrüßen. Und wenn Sie sich wundern, dass ich jetzt Wirt geworden bin und an das Sprichwort denken, wer nichts wird, wird Wirt, dann kann ich Ihnen nur sagen, in München haben wir das umgewandelt, wer was geworden ist, kann nur noch ein Wirt werden. Und das ist der 63-Jährige vor einigen Wochen geworden. Der eigenwillige Chefgrantler des bayerischen Fernsehens erscheint täglich um 8 Uhr früh und sitzt später stets mit dem Rücken zum Publikum. Heute bleibt nicht einmal für Moritz was. Tschüss, nein. Das hier ist mein strategisch ganz wichtiger Platz, eigentlich mein Stammplatz. Da sehe ich, was hier an Essen rausgeht und was an leeren Tellern zurückgeht in die Spülung. Ich habe natürlich die Brauerei, die mehr oder weniger von meiner Werbung lebt. Und das Bier ist anständig, haben sämtliche Sorten, die anbieten. Und das Bier läuft gut, ist der Fachausdruck. Als Zugpferd für Bier lachte der Junggeselle jahrelang von allen Plakatwänden. Und eben mit dieser Brauerei zusammen übernahm er das heruntergekommene Wirtshaus, aus dem inzwischen ein Schmuckstück wurde. Eine Nase für Marktnischen hat er, der Sedlmayr, auch in seinem angestammten Beruf. Und wie ich angefangen habe, hat man gesagt, was fehlt in Bayern? Bei Bayern und bayerische Schauspieler gab es genug, damals schon. Aber einer hat gefehlt, der etwas schwierige Bayer, den habe ich dann allmählich zum Grantler gemacht. Und der Grantler, der bayerische Grantler ist ein bisschen was anderes als der Wiener Grantler. Der ist kein Nörgler, sondern der Pessimist eigentlich. Und die Figur hat man nach 3 Jahren gehört, hat ganz gut passt zu mir. Und im 4. Jahr wurden bereits Rollen geschrieben für diesen Grantler. So, Moritz, jetzt komm. Wo magst du mich hin? Geh mal da. Jetzt musst du diesen Wahnsinn spulen und da auf die Kamera zugehen. Verstehst du? So ganz brav auf die Kamera zugehen, so macht man das.